Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2.5 auf der PlayStation 5 beim zweiten Teil dieses Meisterwerks. Ja, wir haben noch zwei Welten uns zum Ansehen, bevor wir dann was Neues machen. Und zwar Radiant Garden, Holobession oder Radiant Garden, so hieß es ja auch früher mal und wird es auch, glaube ich, wieder heißen. Dazwischen hieß es mal Holobession. Und dann noch die Welt, die niemals war, da hinten. Genau. Jetzt mal hier nach Radiant Garden. Radiant Garden ist, ja, meiner Meinung nach die größte Welt, die schwierigste Welt. Und ich würde es auch schwieriger bezeichnen als die letzte Welt da hinten, die Welt, die niemals war. Denn hier haben wir sehr viele starke Gegner. Aber gleich mehr dazu. Als Startpunkt nehmen wir uns... ich werde das nehmen, obwohl ich jetzt ganz kurz weggehe von hier und ignoriert das, wo ich gerade bin. Ich zeige euch das nämlich gleich. Ich schwindel mich da jetzt kurz vorbei und wir starten ganz woanders. Genau. Und ich zeige euch jetzt, wo wir eigentlich starten, da wo wir auch im Spiel gestartet haben, wie wir das erste Mal auf Radiant Garden gekommen sind, nämlich hier. Ja. Hier übrigens geht es nicht weit, das ist der Anfang des Levels. Also story-technisch, ja. Und von hier begann dann alles hier in dieser Welt. Wir kamen da mal runter und da war der Marktplatz, wo wir gleich einmal ordentlich viel Geschäfte haben. Also eure Jubel, Trubel, Heiterkeit hier in diesem Bereich. Ja, da sind auch wieder Tick, Trick und Track, wo man Sachen kaufen kann. Hier kann man was für die Verteidigung kaufen, die ganzen Ringe. Und also auch nicht nur Verteidigung, also für Abilities, Angriff, Magie, alles coole Ringe, aber da gibt es noch bessere dann später, die was man auch schmieden kann, die haben wir da noch an. Aber für den Anfang tolle Sache, oder zu diesem Zeitpunkt, wenn man es erstmal herkommt, kann man die noch ordentlich gebrauchen. Bei Wedges Rüstungsladen bekommen wir dann Feuerreife, Armreife und so weiter. Das ist wieder mehr für die, Entschuldigung, habe ich vorhin Blödsinn gesagt, das ist jetzt rein für die Abwehr, sowohl physisch als auch magisch. Genau. Und das gibt's bei ihm. Dann haben wir, glaube ich, den nächsten von den Geschroppen. Genau. Ich weiß nicht, ist das Trick oder Track? Weil der Dick ist der Anführer, das wissen wir auch schon. Aus dem ersten Teil, der Rote ist der Dick. Und der andere weiß ich jetzt nicht. Ist Trick oder Track? Ist der eine der Grüne und der andere der Blaue? Oder ist mir ehrlich gesagt sowas von egal. Ist mir eigentlich wurscht. Okay, bei ihm gibt's die ganzen Waffen zu kaufen, also die was halt bei ihm gibt, ja, alle anderen gibt es dann nur über Schmieden oder über die Story oder über optionale Wege, sagen wir mal so. Genau, zu finden, ich habe alle, auch das schauen wir uns wieder an, in einem gesonderten Part, alle Waffen von Sora, Donald und Goofy, also wirklich, hier kriegt es alles geboten, was nur euer Herz begehrt, ja, weil ich gut bin, weil ich es kann, weil ich top bin. Genau. Wollte ich euch nur mal sagen. So, auch hier gibt es wieder einen Mogri. Auch hier kann man ein Item herstellen. Ja. Und da ist der dritte von den Geschroppen. Und bei dem gibt es Potion, Äther und so weiter. Also Heilmittel. Ja. Leon ist jetzt da, der war vorher woanders. Alles dann in der Story. Brauche ich jetzt nicht erklären. Und da ein neuer Freund von uns, der Herr Onkel vom Donald, Dagobert, ja, der reiche Dagobert, bei ihm kann man auch ein bisschen Skateboard spielen und da ist ein riesiger Kühlschrank da mit Eiswürfeln, ja, der gehört ihm, weil er hat das Patent auf Eis, beziehungsweise dieses Meersalzeis, das hier eigentlich das wichtigste Eis ist in Kingdom Hearts, ja, genau. Gut, soviel dazu. Dann als nächstes geht es weiter nach unten. Und jetzt kommen wir in das Wohnviertel, wo ich jetzt vorher schnell durchgerascht bin. Aber das wollte ich eben gern so machen, weil ich euch zeigen wollte, wo wir wirklich anfangen, dass man da nicht irgendwie durcheinander kommt. Oben kann man auch rauf, das zeige ich euch gleich. Und hier herunten gibt es den Weg natürlich auch noch. Das geht auch ein bisschen verschnörkelt hier. Also in diesem, Alter. Das schaut aber so aus wie so eine Stadt in Deutschland.
mit diesen komischen Häusern. Ich weiß nicht, wieso ich auf das jetzt komme. So, wie heißen die Häuser? Diese... Na, ich weiß es nicht. Ist egal. Ist egal. Ich habe schon irgendwas gesagt, bevor ich nachdachte. Witzig. Gut. So, egal. Soll ich nicht kümmern. Dann gehen wir da mal rauf. Und jetzt, da übrigens geht es dann weiter. Das schauen wir dann. Jetzt sind wir da hier oben, wo ich da vorher rausgekommen bin. Wir sind da jetzt unten gegangen. Das ist einfach der herobere Weg. Die Gegner. So. Ups. So. Man kann hier üben. Also, schauen wir uns noch einmal an, hier in Ruhe. Dieses Haus da vorne. So, jetzt da. Gerade vor uns. Sieht man schon an diesem Regenschirm. Und da oben dieser Zaubererhut. Wer könnte das sein? Wem gehört dieses Haus? Genau. Das ist Merlins Hütte. Genau. Und da gehen wir auch gleich rein. Denn das ist ein wichtiger Punkt hier, denn ich habe es das letzte Mal schon erwähnt und das haben wir auch schon gesehen, dass einige Planeten auch Welten in der Welt haben und hier gibt es auch gleich zwei davon. Ja? Zum einen Winnie Poohs Welt, die auch wie im ersten Teil wieder hier in Merlins Haus ist und zum anderen dann die Welt von Tron, ja? Von dem Computer, ja, Spieler. Er musste spielen, ja. Aber die meisten kennen den Film, glaube ich, schon. Wenn nicht, schaut es euch an. Der hat, glaube ich, es gibt sogar zwei Teile oder drei sogar. Zwei sicher. Extrem cooler Film. Ist schon ein bisschen älter, aber da gab es ja nicht eine Neuverfilmung auch. Jedenfalls urcool, wirklich. Also sehr zum Empfehlen. Und ist ein Disney-Film, ja. Weil sonst wäre er ja da nicht dabei. Genau. Wusste ich auch am Anfang nicht, dass das Disney ist. Aber es ist Disney. Sonst wäre er nicht dabei. Genau. So, gut. Hier, es leuchtet ja schon von Weitem, genau. Nämlich das Buch von Winnie Pooh. Ja. Es ist genauso. Entschuldigung, Frosch im Hals. Es ist genauso aufgebaut wie im ersten Teil auch, dass man immer die Story weiter spielen musste, ehe man wieder eine verlorene Seite bekam und die Story von Winnie Pooh fortgesetzt wurde. Ja. Also man kann jetzt die Seiten sammeln und dann erst später reingehen ins Buch oder wie man will. Man kann gleich immer, sobald man eine Seite gefunden hat, diese dann machen. Wo man die Seiten findet, ja, ich könnte es euch eigentlich, wenn ich da kurz nachschaue, gleich sagen. Beziehungsweise könnte ich auch dann machen. Ist jetzt eigentlich eh nicht so wichtig. Wie es dann in der Story zu finden sind, die ganzen verlorenen Seiten, wo dann die Seiten... Aber das lassen wir jetzt, dabei ist es eigentlich gar nicht so wichtig, sonst komme ich wieder vom Hundertste ins Tausende. Winnie Poohs Welt machen wir auch erst dann. Jetzt zeige ich euch mal die Welt von Radiant Garden, beziehungsweise von Hollow Passion. In der Story passierte dann was, da gehen wir jetzt übrigens weiter in den Außenhof, passierte dann was, dass hier eine Explosion war. Und da ein bisschen was weggerissen wurde. Ja. Hier war vor alles zu. Ja. Diese Wand war zu, ja, da konnte man nicht runtersehen. Ja. Und auch hier geradeaus, so wie ich jetzt stehe, da war so ein Puzzleteil mitten in der Luft. Den bekommt man eben auch nur über Gleiten, viel später dann mittels Abilities. Jo, wir gehen dann mal kurz hier runter. Den Weg kann man nämlich so auch gehen. Oder man kann nicht gleich runterspringen, das ist der Regen. Wie man will und genau, die haben wir schon wieder erledigt. Was da manchmal seht, diese komische, wie so ein Raster, der da aufgeht, das ist das Abwehrsystem der Stadt, ja. Das wurde entwickelt von Sid und Leon, glaube ich. Genau, da oben waren wir gerade, da hätten wir runterspringen auch gleich können. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder danach vorgehen oder danach unten, nach unten. Gehen wir mal zuerst nach Runden. Wir gehen mal zuerst nach Runden. Genau. Und da Runden, da drunten, ist wieder ein Pilz. Ja, genau. Also der nächste, ja, das ist Pilz Nummer 9. Ja, Pilz Nummer 9. Aber dann später mehr dazu. Wie oft habe ich das schon gesagt übrigens? Keine Ahnung. Und dann kann man diesen Weg hier, diesen Pfad, dann nach unten gehen. Ich lasse die jetzt mal alle. Das geht ein Stückchen jetzt nach unten.
bei mir geht es ein bisschen schneller. Und ich komme in die Kristallkluft. Und hier ist ein Speicherpunkt und viele Schätze. Genau, gleich 4 Kisten an der Zahl. Da unbedingt auch abspeichern. Denn da in diesem Bereich, wenn ich nach vorgehe, ich habe es dann auch in einem separaten Kurzvideo gemacht, wenn man die Pilze gefunden hat, ja, sieht man, beziehungsweise wenn man einen Pilz geschafft hat, ja, dann erscheinen mehr oder weniger am Anfang alle, aber die verschwinden dann wieder. Man sieht immer nur die Pilze, die man bereits geschafft hat. Ja. Und am Schluss, wenn man alle geschafft hat, dann erscheinen alle Pilze und man bekommt eine Auszeichnung. Ich sag's euch dann, wenn es soweit ist bei den Pilzen, aber weil ich da jetzt durch muss, sie sind eh nicht mehr da. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Die sind dann eh weg. Okay, ich dachte, die erscheinen wieder. Allerdings, okay, na passt. Dann ist sogar gut, dass ich dieses Video dann kurz gemacht habe. Ich habe nämlich kurz ein Live-Video dann dazu gemacht, wie ich das beim ersten Mal alleine durchgespielt habe. Habe ich dann kurz auf Record gedrückt und habe diesen glorreichen Moment festgehalten. Nach dem letzten Pilz, ja, das zeige ich euch dann später, wenn wir uns die Pilze anschauen. Dann geht's weiter in die dunklen Tiefen und da hinten war auch noch was ganz was Wichtiges. Jetzt ist er auch leider Gottes nicht mehr da. Da war jetzt nämlich kein Gegner, jetzt in dem Sinn diese Gegner-Typen, die wir jetzt gerade da haben, sondern da stand ein ganz ein anderer da. Genau, nämlich, wo schaut sich das an, auch ganz toll hier, diese Aussicht da vorne, von Hollow Bastion. Soll das Hollow Bastion überhaupt sein? Weiß jetzt gar nicht. Na, da vorne ist Hollow Bastion, oder? Bin jetzt dämlich? Ist das Hollow Bastion? Wissen? Das wird. Egal. Jedenfalls hier stand Sephiroth. Genau. Ihr kennt ihn alle, Sephiroth. Ja, der Sephiroth. Genau. Und auch ihn haben wir erledigt. Ja. Und als Dank dafür, beziehungsweise, ja, seht ihr das Schwertchen, was ich anhab? Das ist Fenrir. Und das bekamen wir für den Sieg gegen Sephiroth. Ja. Also ich bin ja ausgestattet jetzt mit Trophäen. Auf meinem Kopf habe ich die Krone oben für das Schaffen der Pilze. Und in der Hand habe ich mehr oder weniger das Schwertchen über den Sieg von Sephiroth. Ja. Also bin schon ein Wahnsinn. Ne? Okay, gut. Und sonst Sackgasse hier. Weiter geht's dann nicht. Gell? Dann geht's wieder zurück. Ich könnte jetzt gleich per Schnellreise wieder, aber ist egal. Machen wir gleich so. Bin eh schon wieder da, das geht eh schnell. Mit dem Gleiter geht ja das. Rutzke zutzke, sind wir da wieder oben. Ups, falsche Richtung, so will ich. Die Gegner lasse ich jetzt alle, wie gesagt, das ist beim Farmen natürlich keine Frage. Nehmt alles mit, was irgendwie geht, aber ich kann nicht mehr leveln, ich bin fertig. Ich bin, ja, einfach fertig. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir. Da vorne war dann, wenn wir immer geradeaus gehen, kommen wir wieder zu Merlins Haus. Und da sind wir jetzt runtergegangen. Und jetzt gehen wir dann noch nach oben, die andere Richtung. Da sind wir runtergekommen. Da waren wir unten und jetzt gehen wir so. Wieder Aufbaugelände, schimpft sich hier dieser Bereich. Und da wiederum gibt es einen Weg da durch oder da gerade. Es ist eigentlich egal, ob ich jetzt da gehe oder da komme ich da schon wieder vorbei. Ne? Und entweder dieser Weg oder da kann ich einmal so im Kreis gehen. Ne? Mehr ist da nicht. Da gehe ich wieder zurück. Ja? Also ich kann entweder so gehen, links oder rechts. Allerdings ist da vorne noch was, das zeige ich euch gleich. Ich habe das bewusst jetzt nicht gesagt. Überlegt gerade, wie ich dann am besten mache, euch dann das zeige, ob ich von dieser Seite reingehe oder von der anderen. Aber ich werde es vielleicht von der anderen Seite machen. Eigentlich könnte ich es von der anderen Seite machen. Ja, ich zeige es euch dann von der anderen Seite. Und dann gehen wir erst weiter. Ja, dann Speicherpunkt wieder hier. Und da ist auch ein Loch in der Wand. Ja. Da kommt man erst weiter, wenn man gewisse Abilities hat. Also den Doppelsprung hat, vorher steht man da unten an und kommt man nicht weiter. Ich zeige es euch mal, die Höhle des Gedächtnisses.
Und das ist wiederum ein optionales Gebiet und ein Zusatzgebiet, das es nur in der Kingdom Hearts 2.5 Final Mix Version gibt. Ja? Also in der Urversion des Spiels gab es das gar nicht. Da gab es auch, glaube ich, diese gewissen 13 Organisationskämpfe auch nicht. Das ist dann erst später dann in der Final Mix Version dann dazugekommen, wie viele andere Sachen auch. Ich glaube sogar das mit den Pilzen gab es auch nicht. Das weiß ich aber jetzt nicht. Ich glaube aber, das gab es auch nicht. Und jedenfalls, wenn man hier den normalen Sprung hat, kommt man hier mal nicht rauf. Also da kann man machen, was man will. Da braucht man unbedingt diesen Sprung. Ne? Sonst kommt man da nicht rauf. Aber dann später gehen wir da erst rein. Das machen wir ganz am Schluss. Denn wenn wir da dann reingehen und dieses optionale, relativ große Gebiet dann durchstreifen, dann kommen wir, ich gehe nochmal zurück, dann kommen wir da wieder raus. Aber ich gehe jetzt noch nicht rein, das schauen wir uns dann von der anderen Seite an. Nur wenn wir dann da wieder rauskommen, dann wisst ihr gleich, ah, da sind wir jetzt wieder, genau. Aber mir geht jetzt den Weg dort weiter. Ich hoffe, ihr könnt mir noch halbwegs folgen. Ich mir nicht mehr. Gut, so, dann geht's hier rum, man könnte auch da runterspringen gleich, ja. Aber wir gehen den Weg halt, ja, wie es sich gehört. Und dann kommen wir in einen ganz coolen Bereich dann gleich. Vorher müssen wir noch durch die Korridore durch. Und das schaut auch am Anfang ein bisschen verwinkelt aus. Das ist ungefähr so wie in Twilight Town, diese Verbindungstunnel zwischen den ganzen Bereichen, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Und auch hier ist es so ähnlich aufgebaut. Allerdings kann man auch immer hier wieder nur im Kreis. Wenn man hier zum Beispiel, kann man hier wieder so zickzack und ich wäre schon wieder da. Also jetzt bin ich nur eine Runde gegangen, ja. Und dann geht es auch hier nochmal ums Eck und da wieder. Es ist nur ein bisschen so verschnörkselt, aber im Endeffekt kommt man dann immer hier unten heraus. Aber wenn man hier auf der Karte die Minimap dann mal gefunden hat, die Karte, und dann hat man eben auf der Minimap dann einen einfacheren, leichteren Überblick. Aber es ist jetzt nicht kompliziert. Es geht im Endeffekt immer nur im Kreis mit ein paar Zwischenwegen. Die ganzen blöden Gegner, die gingen mir auch ordentlich am Sack. So. Gut. Wir müssen jedenfalls schauen, dass wir nach unten kommen, bis wir in diesem Bereich sind. Ja? Und dann geht der Weg hier nach unten und da müssen wir hin. Man kann eben von links oder von rechts kommen. Also ist auch sinnvoll und zum Empfehlen, wenn man beide Wege geht, denn es sind überall Items zu finden, auch Truhen und vor allem Puzzleteile. In der Luft, die meisten bekommt man aber nur über die Flug-Glide-Ability. Ja, also die braucht man dann schon. So, und dann geht's hier rein und jetzt kommen wir in einen ganz interessanten Bereich, in Anselms Arbeitszimmer. Und das war auch sehr storyrelevant hier, denn da haben wir viel erfahren über Anselm, wer ist Anselm wirklich, über die Niemande, was ist ein Niemand, wer war Anselm wirklich, wer ist Xemnas, wer ist Xehanort. Also das sind alles Charaktere, die hat man vielleicht schon einmal irgendwo gehört. Ja, und das wurde auch schon im ersten Teil angeteasert, ja. Dieser ominöse Gegner da, gegen den wir in der Kapelle gekämpft haben, ja. Ich glaube, das war schon einer von denen. War es Xemnas? Ich glaube, es war Xemnas, ja. Xemnas übrigens ist der Anführer der Organisation 13. Also der oberste von den 13, die schauen wir uns dann später alle an. Und ich glaube es fast, dass er das war. Und wie gesagt, hier erfuhr man relativ viel in der Story. Aber dann bei den Cutscenes, bei den ganzen Videosequenzen erfahrt man dann das sowieso. Drum will ich da über die Geschichte im Spiel gar nicht zu viel eingehen. Ja? Denn, wie gesagt, selber spielen oder sonst einfach dann die ganzen Cutscenes-Videos von mir dann ansehen. Die kommen dann ganz am Schluss. Ja, und jetzt kommen wir schon in einen Bereich, der schaut schon ein bisschen so Hightech-mäßig aus, ja. Also so moderner halt, sag ich mal, und das ist auch, hat auch einen Sinn, einen Grund, denn hier haben wir einen Computer stehen, ja. Aber bevor wir den bedienen und reinschauen, gehen wir da noch kurz weiter. Es geht eh nicht mehr weit, ein kleines Stückchen noch. Und jetzt kommen wir noch in die herzlosen Farm zum Abschluss. Da ist aber niemand. Da war nämlich eine vorher am Anfang im Spiel, die Tifa. Die ist neu von den Final Fantasy Charakteren.
die stand da und suchte einen gewissen Cloud, ja, und ist dann, glaube ich, auch fündig geworden. Und weil die sind auch ein bisschen verbunden, Cloud, Sephiroth, natürlich die ewigen Erzfeinde. Und die Tifa, glaube ich, war ein bisschen in Cloud, ja, verschossen, sagen wir mal so. Ja, da ist Endstation, weiter geht es dann eh nicht, dann gehen wir zurück und gehen wir mal zum Computer. Und über diesen Computer, meine Lieben, ihr werdet es jetzt nicht glauben, unvorstellbar, kommen wir in einen neuen Bereich, ja, in eine neue Welt in der Welt, ja. Und das ist die zweite Welt in der Welt hier in Radiant Garden. Zum einen der 100-Morgen-Wald von Winnie Pooh und hier kommen wir in die Tron-Welt. Und die schauen wir uns gleich mal an. Und am Anfang natürlich haben wir die Auswahl noch nicht. Da kann man nochmal nur in die Abrufzelle, das ist der Beginn des Levels. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Genau, und wir sind auch wieder umgedirndelt. Und da vor uns steht kein geringerer als Tron. Höchstpersönlich. Ja. Also bitte schaut sich den Film an, der ist wirklich sehenswert. Sollt ihr noch nicht gesehen haben. Wirklich, echt cool. Der Boss hier in diesem Spiel, in dieser Welt, ist das Master Control Programm. Das oberste aller Programme, das mehr oder weniger die User beherrschen möchte. Ja. Also uns Menschen, ja, die Programmierer eines Programms, ja, weil Tron ist ja auch nur ein Programm. Ja. Sind alles Programme. Ja. Und aber egal jetzt, egal. Auch hier gibt es überall Kisten wieder. Ich zeige euch mal jetzt den Aufbau des Levels. Am Anfang konnte man natürlich auch noch nicht überall hin. Da musste man auch erst weiterkommen. Und man konnte das Level, die Welt hier nicht auf einmal durchspielen, wie andere Welten. Sondern man musste dann in der Story woanders wieder fortschreiten, um dann hier wieder weiterzukommen. Ja? Das ist sehr interessant. Das ist eine von wenigen Welten, wo das so ist. Ja? Und was auch noch anders ist als beim Kingdom Hearts 1, da hat man eben die Welt dann immer gleich vollendet, beendet und hier musste man in jede Welt ein zweites Mal dann noch zurück. Ja? Also es gab eigentlich mehr oder weniger zwei Enden. Das erste Mal, wenn man in der jeweiligen Welt war, hat man diese zum Teil beendet und das wirklich wahre Happy Ending war dann erst beim zweiten Mal. Ja? Und das ist auch sehr interessant. Dadurch dauerte das Spiel meiner Meinung nach auch viel länger, ne? Weil man jede Welt dann öfter bereisen musste. Also das muss man eigentlich sowieso, wenn man dann Backtracking macht, für sämtliche Sachen freischalten. Aber jetzt rein storytechnisch musste man sie ein zweites Mal besuchen. Okay, aber egal. Auch hier gibt es wieder Gegner und die haben ordentlich was drauf. Da ist so eine offene Fläche. Da gab es auch dann ordentliche Arena-Kämpfe. Wenn ich da oben konnte, könnte ich theoretisch auch raus, ja, wo es da diese Öffnung setzt. Da gerade jetzt über Trons Kopf, da so über, Moment, ja so, jetzt über Trons Kopf, da konnte ich über diese Steine da nach oben, aber wir gehen außen herum und dann kommen wir genauso dorthin. Ich zeig's euch von dieser Seite, ist eigentlich egal. Konnte dort gehen oder da auch. Und wenn ich da, jetzt bin ich eh schon da und da bin ich jetzt da. Seht's? Also man kann hier einfach im Kreis herumgehen und dann schauen wir da nach hinten. Nehmen wir kurz mit, da. Wie gesagt, die ganzen Gegner, ich habe es eh schon hundertmal gesagt, schauen wir uns dann in Ruhe später an. In einem gesonderten Part. Und da bin ich jetzt im Datenspeicher. Auch hier gab es ordentliche Kämpfe. Die sind jetzt auch wieder da, nur natürlich ist das jetzt ein Klacks natürlich schon für mich. Zu der Zeit, wie ich da war, haben die schon ordentlich was drauf gehabt. Und natürlich, über die Story musste ich da halt einiges machen. Und ja, aber egal jetzt. Dann gehen wir wieder zurück zur Rasterspalte. Und da war dann mal fürs erste Endstation. Da musste ich dann erst im Hauptspiel wieder andere Welten machen und weiterkommen in der Story. Erst dann bekam ich die Möglichkeit, hier drüber zu gehen. Über den Verbindungstunnel, Verbindungsgang in den I.O. Tower, wo wir jetzt sind. Wie gesagt, da kam man dann erst später hin, im Hauptspiel. Und da geht es dann da weiter, aber vorher schauen wir noch da rüber. Ich lasse die mal kurz. Und jetzt gehen wir noch in den Kommunikationsraum. Genau. Der ist gegnerlos, Gott sei Dank. Da passierte auch was und ist ein Speicherpunkt, also
unbedingt speichern, bitte. Und von hier konnte man wieder zurück, ja. Also man konnte wieder ins Arbeitszimmer, also in die Außenwelt mehr oder weniger. Oder mit den Lichtrennern spielen. Das war auch wieder ein Minigame, das man spielen konnte. Ganz bekannt, dieses Spiel mit diesen Fahrzeugen, mit diesen ja, Motorrädern mehr oder weniger. Schaut optisch so aus wie so futuristische Motorräder, die einem dann einen auf den anderen versucht, den Weg abzuschneiden. Ja. Also ganz bekannt, eines der coolsten Spiele in Tron, ja, auch im Film. Ja, also von hier aus kann man das machen. In die anderen Welten kann man von diesen Terminals nicht. Ja. Das geht nur vom ersten Bereich, wo wir gestartet sind. Gut, dann gehen wir wieder weiter. Gehen wir wieder zurück und dann jetzt geradeaus, wo es das rot wird. Und dann kommen wir in den Simulationshangar. Und da sind wir dann schon bald am Ende. Und da sieht man schon mit diesem Solargleiter mehr oder weniger, düsen wir dann da raus, nicht? In die offene Prärie. Und da gehen wir jetzt da mal rauf. Und jetzt sind wir da oben. Wenn ich mich da drauf stelle, gehe ich wieder zurück. Das will ich aber nicht. Und wenn ich hier aktiviere, dann fahren wir mehr oder weniger weg. Ich bin dann automatisch dorthin teleportiert. In der Story fuhr ich dann wirklich einmal mit dem Gleiter dann entlang. Das sah auch relativ cool aus. Ich drücke jetzt mal drauf, da geht es jetzt schneller. Und wir müssen kurz Gegner besiegen. Wie es auch in der Welt war von Fluch der Karibik. Da muss man auch jedes Mal, wenn wir eine andere Insel betreten haben, kurz einen Kampf machen am Schiff, auf der Black Pearl. Und hier ist auch so. Aber da muss man schauen, dass wir das Gewicht unten halten. Oben links seht ihr so eine Gewichtsanzeige. Also dürfen nicht zu viele Gegner kommen, sonst ist der Solarsäger überladen. Und dann, ja, war's das. Oder muss man es wieder von vorne machen. Allerdings, ja, diese ganzen Situationskommandos, die könnte man auch natürlich aktivieren, allerdings brauche ich das jetzt nicht. Aber das schauen wir uns dann als nächstes an, wenn wir mit den Welten fertig sind. Mit dem beginne ich dann als nächstes die ganzen Menüs und so weiter mal ein bisschen erklären. Und dann noch vieles, vieles mehr. Gut, jetzt sind wir da. Auch hier haben wir wieder so ein Terminal. Da können wir genauso wieder Arbeitszimmer zurück in die Außenwelt, beziehungsweise auch wieder das Lichtrenner-Minispiel absolvieren. Speicherpunkt haben wir da. Würde ich auch auf jeden Fall, ich würde alle aktivieren, dass wirklich in alle Welten jeden möglichen Speicherpunkt nutzt, um schnell Start in allen Gebieten, auf jeder Ecke und in jedem Winkel zu starten. Es ist sehr sinnvoll. Und dann kommen wir in den Systemkern und hier war der Endkampf gegen das Master Control Programm. MCP kurz gesagt, genau. Und das fand hier statt. Sonst ist da gar nichts mehr. Das ist jetzt nur mehr, ja, nur mal zum Anschauen da. Und das war die Tron-Welt, genau. Wie gesagt, dass wir da schneller wieder zurückkommen, gehe ich mal gleich in das Arbeitszimmer. Und wir sind schon wieder draußen. Das war die Tron-Welt. Wie gesagt, diese ist nicht so mega groß, aber cool, aber sehr cool. Wie gesagt, mit dem Solarsäger da drüben, das konnte man dann erst später. Man konnte das Level nicht in einem durchspielen, in einem Stück. Okay, jo, dann haben wir das gesehen. Dann gehe ich den Weg aber gleich, ich könnte es ja gar nicht schneller machen. Teleportieren wir uns jetzt gleich wieder, sagen wir mal, daher. Da bin ich zumindest ein Stück wieder zurückgegangen. Also wenn ihr noch die Übersicht im Kopf ein bisschen habt, die Orientierung, da sind wir dann über die Korridore runtergegangen in Tron's Welt. Und jetzt sind wir wieder da, wo ich sagte, da geht es dann noch rein. Das schauen wir uns, ich überlege gerade. Schauen wir uns aber noch vorher an, bevor wir in Winnie Poohs Welt gehen. Genau, dann machen wir das. Dann zeige ich euch das noch. Wie gesagt, DLC-Bereich, was heißt DLC-Bereich? Bereich von Kingdom Hearts 2.5, nur in dieser Version spielbar. Ja, es ist eigentlich kein DLC. Es ist ja einfach nur Standard dieser 2.5 Final Mix Version. Und das hat es aber ordentlich in sich, denn diesen Bereich hier, den kann man nur durchqueren, wenn man wirklich alle Abilities aufgelevelt hat, dass man wirklich überall auf Maximum ist, denn man muss den Gleiter besitzen, man muss alle Fähigkeiten besitzen,
Man muss auch die ganzen Drive-Magien beherrschen. Ich zeige es euch einmal ganz kurz daher unten. Es gibt nämlich hier im Unterschied zum ersten Teil eine Heldenform, eine Waisenform, eine Limitform, eine Meisterform und eine Überform. Das sind spezielle Formen, die einem extrem coole Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um von A nach B zu kommen bzw. Gegner zu besiegen. Und das kostet einem auf der Drive-Leiste natürlich, die dann abbaut, natürlich Energie. Und bis die dann leer ist, dann ist man auch leer. Genau. Und die muss man halt wirklich alle aufgelevelt haben. Aber ich erkläre euch dann, wie man die auflevelt und was man dafür machen muss, dann genau noch in einem gesonderten Part. Wir schauen jetzt mal rein nur das Level an. Und da unten könnte man wirklich jetzt auch alles absuchen. Da oben geht es weiter. Also auch großer Bereich hier. Wirklich, und da gibt es auch auf den einzelnen Säulen hier und auf diesen Felsformationen Bereiche, wo man dann rauf kann. Ich muss da mal rüber, denn da muss ich noch höher rauf, sonst komme ich da oben zum Beispiel, seht, da ist ja auch eine Kiste und die kriege ich unmöglich ohne diese Abilities, ja. Sonst komme ich da nie hin, also wundert es euch nicht, wenn es nicht gleich kriegt, die Kiste oder vielleicht die Ability, die Gleiter noch nicht habt, aber ich sollte mal sagen, zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr seid, sollte man normal diese Fähigkeiten schon erreicht haben. So, und da ist der Hauptweg, da müssen wir jetzt weiter in den Minenschacht und da gibt es dann ein, ja, das ist ja nicht einmal wirklich ein Rätsel, also was Rätsel betrifft, ist jetzt Kingdom Hearts jetzt nicht wirklich hoch zu werten, aber ja, da haben wir gleich einmal die erste Hürde. Wenn wir da jetzt hinspringen, kommen wir da nicht drüber. Also wie kommen wir da drüber? Ich zeige es euch gleich. Ja. Aber vorher müssen wir ja mal da wieder raufgehen. Seht, wenn ich springe, ich zeige es euch noch einmal, wie soll man da rüberkommen. Es kann nicht gehen. Der Doppelsprung in dem Fall habe ich den schon gemacht. Also, man muss eine spezielle Ability haben, ausgerüstet haben, nämlich den Dash. Seht, bam. Und das ist Viereck-Taste. Stick nach vor, Viereck ist der Dash, ja. Springen und dann Viereck ist der Gleiter und zweimal Kreis ist der Doppelsprung. Und das muss man aufgelevelt haben auf Maximum und erst dann kann man weiter. Aber ihr seht, wenn ich das nicht hätte, komme ich nicht weiter. Ich zeige es euch mal, Viereck-Taste, Batsch und ich bin durchgedasht, ja. Jetzt geht es da vorne weiter, da geht es aber jetzt auch noch runter. Jetzt kommen wir wieder in die Höhle des Gedächtnisses und Moment, ja genau, das war jetzt der Bereich, wenn wir runtergefallen wären, oder? Ich schau kurz, was war das? Ah, das kann man auch zerstören. Ah ja, alles klar, alles klar. Da kann man jetzt die Abkürzung gleich machen. Jetzt könnte ich gleich von hier, wo wir angefangen haben, das habe ich noch gar zerstört gehabt, da vorne waren wir, könnte ich auch da gleich rüber, aber ist ja gar nicht egal. Der Weg dort vorne war genauso kurz. Und jetzt kommen wir hier in einen Bereich. Das war ein Rätsel, aber es ist kein wirkliches Rätsel. Man musste, jetzt geht es eh nicht mehr, weil das geht nur einmal zum Aktivieren, musste man diese drei Räder in Gang setzen, um dann einen Mechanismus zu starten. Ohne dem konnte man dann später auch nicht weiter. Aber ist jetzt nicht wirklich schwer gewesen. Es wird einem sogar erzählt und gesagt, ja, dass man das machen muss. So, dann gehen wir wieder zurück. Und wir gehen jetzt die Tür rein und sind jetzt in der Mine. Und dadurch, dass wir jetzt diese drei Räder in Bewegung gesetzt haben, haben wir jetzt auch hier einiges in Gang gesetzt. Ja? Und das ist jetzt ein bisschen Geschicklichkeitseinlage mit vielen Kisten auch. Ja? Also leicht zum Übersehen die eine oder andere Kiste. Also wirklich alles absuchen, denn da gibt es sehr viele Sachen zu suchen und vor allem zu finden. Auch hier haben wir wieder diese Windritte, die kennen wir ja schon aus Mulans Welt, wo wir uns einfach dann mit Dreieck aktivieren, dann hier ums Eck gehen und erst jetzt warten, bis das jetzt im richtigen Moment nach oben geht und dann genau einfach hier rüber springen. Und wenn man hier gleiten kann und einfach, dann tut man sich so leicht. Ne? Und wir müssen im Endeffekt schauen, dass wir da ganz nach oben kommen
bis danach vor, wo die nächste Tür ist. Diese weiße Tür. Und dann da hinten noch nicht gleich reingehen, denn da drüben haben wir auch Kisten, ja. Und wo die zwei Kisten da drüben stehen, ja, die, was wir geöffnet haben, ist unterbei dieses große Rohr, was da seht, dieses gelbe große Rohr. Und auf diesem gelben großen Rohr, das war auch so eine, ein Puzzleteil, ja. Also da muss man auch im richtigen Moment wegspringen, dass man da schön runtergleitet, da richtig ins Loch reingleitet. Und ich bin kopfanfällt, weil sonst fällt man runter. Also es ist ein bisschen tricky zu holen, dieser eine Teil. Genau, und wenn man da wirklich alles gefunden hat, ihr seht eh, wie weit man da eigentlich, wie weit es nach unten geht. Da ganz unten seht ihr jetzt, das sind diese Räder. Eines sieht man, was wir da in Gang gesetzt haben. Ja. Und jedenfalls geht es da dann weiter. Da müssen wir rein. Und da ist jetzt das nächste interessante Hindernis. Und das ist jetzt ganz tricky. Da habe ich lange nicht gewusst, was ich da machen muss. Denn ich muss da nämlich mit diesem Dash, ja, was ich gerade eben gemacht habe, das geht hier wieder nicht. Weil da würde ich genau auf die Rohre antonnen mit dem Schädel. Und ich muss da unten durch und da oben wieder rauf. Ja? Und dann denkt man sich, wie soll ich denn das schaffen? Ne? Dann bin ich am Anfang da runtergegangen, habe mir gedacht, kann ich vielleicht von hier? Komme ich vielleicht von hier runter? Da übrigens bitte nicht runterspringen, da kommt es wieder zum Anfang. Ja? Das bringt euch gar nichts. Aber da oben, wo ich rauf muss eigentlich, komme ich auch nicht. Also was mache ich? Ja? Ich brauche die Waisenform, sage ich. Ich brauche die Meisterform, die muss ich besitzen bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist hier diese Meisterform und dann springe ich runter und dann im richtigen Moment springe ich dann noch einmal, denn die Meisterform ermöglicht es einem, wenn man dann unten ist, dass sie dann noch einmal total cool in die Höhe springt. Ich zeige es euch mal, ich hoffe, ich schaffe es gleich. Wir begeben uns mal in die Meisterform. Und jetzt bin ich natürlich echt cool drauf. Und jetzt sollte ich raufkommen oder auch nicht. Okay, dann machen wir es noch einmal. Bin ich so? Ich glaube, so muss ich machen. Oder? Schauen wir noch einmal. Schauen wir noch einmal. Vorzeige. Problemchen setzt so genau. Also einfach runterspringen und dann kommst du. Ich kann jetzt wieder zurückgehen. Ich brauche die ganze Treibleiste nicht unnötig vergeuden. Denn sie baut sich dann mit jedem Schlag dann von Gegnern wieder auf. Also man kann mit dieser, wenn es da nicht durchkommt, bitte verwendet eben diese. Ganz wichtig. Es geht jetzt nur mit der Meisterform. Ja? Also einfach springen. Hinspringen und dann noch einmal springen, dann springt es nicht in die Richtung weiter, sondern eigentlich gerade nach oben. Und das bringt einem dann darauf. Zumindest habe ich keine andere Möglichkeit gesehen, wie man da sonst noch raufkommt. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, aber jedenfalls die Meisterform ist hier zum Empfehlen. So, dann der Maschinenraum. Wir sind jetzt schon bald am Ende. Hier im Maschinenraum auch unbedingt bitte farmen. Farmt, haltet euch da ein bisschen öfter und länger auf, geht es auch wieder zurück, denn hier gibt es diese Gedächtnissachen zu sammeln und die braucht es dann auch für coole Items in der Schmiede. Hier gibt es Gedächtnissplitter, Gedächtnistropfen, Gedächtnissteine und den Gedächtniskristall, den wichtigen Gedächtniskristall, den man auch für ganz Endgame-Items dann benötigt. So, dann geht es hier rauf, dann hier rauf und dann hier rauf. Das war jetzt nicht so sehr sonderlich schwer. Und diese Gedächtniskristalle übrigens, die kriegt man von speziellen Gegnern. Ich zeige euch gleich, welche das sind. Und hier aufpassen, bitte, hier kommt dann der Dampf raus und der haut einen immer wieder zurück. Also immer abwarten, bis die Dampfsalve vorbei ist und dann erst, genau. Hier aufpassen, dass man nicht runterfällt, sonst kommt wieder am Anfang, wo wir angefangen haben jetzt in diesem Bereich. Ich warte wieder kurz, bis es vorbei ist und jetzt zeige ich euch gleich den Typen. Da hinten sollte einer erscheinen gleich, wenn man alles täuscht. Das ist ein, so ein roter, ein bisschen größerer und der lässt ab und zu so Gedächtnissteine tropfen. Der kommt aber erst, wenn wir die besiegt haben. Da vorne ist er, seht ihr? Und mit ein bisschen Glück bekommen wir einen, wahrscheinlich jetzt nicht. Nein, jetzt einmal nicht, der hat mir gedacht. Es ist auch so, man kann sich ja auch ausrüsten mit gewissen diversen Glücksboosts, auch bei den Abilities, dass man den Glücksboost aktiviert zusätzlich. Es gibt dann auch Ringe, die was man anlegen kann, die das Glück auch noch erhöhen. Das ist dann überhaupt gut, wenn man farmen will, dann für Ultima-Schwert und so weiter, dass man besondere Items leichter bekommt, dass die Gegner dann vielleicht eher öfter Items dann droppen lassen, seltenere.
Gut, wir müssen jetzt, wo müssen wir hin? Ich schau mal kurz, da müssen wir rauf, wo war denn das? Muss ich selber überlegen. War das da? Genau, ja, da oben mal. Moment, ich schau mal, und jetzt darauf. Ich muss mir mal ein kurzes Bild machen. Genau, da. Da nach oben. Dann darüber. Genau. Da ist der nächste. Dann hören wir es noch einmal. Ja. Gedächtniskristall. Habt's gesehen, wir haben Glück. Er hat einen gedroppt. Ich habe auch den Glücksboost aktiviert, darum. Was aber nicht heißt, dass man das jedes Mal kriegt. Das war jetzt wieder nur Glück. So, jetzt nochmal rauf. Hier ist es natürlich auch extra so gemacht, dass die Gegner hier versuchen, einem zum Runterboxen. Und dann geht's hier weiter. Und was auch leicht und schnell übersehen wird, seht ihr, man diese Kiste sieht man vielleicht eher noch. Aber hier leuchtet auch eine durch. Seht ihr da über meinem Kopf? Da hinten ist auch eine. Die erreicht man einfach so und dann hier schräg rüber. Ja, also die wird leicht auch mal übersehen. Und dann eben hier weiter. Und dann kommen wir schon in den Minenschacht. Und jetzt bedarf es wieder einem guten Flug können. Ja. Hier müssen wir durch, aber da geht es vorher nicht gleich direkt durch, sondern müssen wir jetzt den Gleiter in der richtigen Zeit jetzt aktivieren, und zwar jetzt. Und dann soll sich das ausgehen, dass man, ja, das war jetzt zu spät. Und auch hier ist es wichtig, das Maximum Upgrade des Gleiters zu haben und am Anfang den höchsten Sprung haben, und dann erst sollte man durchkommen. Es war immer noch zu früh, zu spät in dem Fall. Also am höchsten springen mit einem Doppelsprung und dann gleich gleiten. So, probieren wir es noch einmal. Jetzt wird's was, und dann seht ihr, nur so kommen wir durch. Wenn wir unterbei, drunter oder runterfallen, ist es hier so hoch, dass man da nicht mehr raufspringen können. Ja? Es geht nur über diesen Gleiter, dass wir da jetzt herkommen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und da müssen wir jetzt durch. Also das ist wirklich so gemacht hier, dieser Bereich des Levels, die Gedächtnishöhlen, dass man wirklich nur mit den besten Abilities hier weiterkommt. Hier jetzt mega starke Gegner, alles Niemande, es sind keine Herzlosen mehr hier, sondern nur Niemande. Auch die schauen wir uns dann mal gesondert an. Das sind, wie gesagt, auch sehr starke Gegner, meiner Meinung nach noch stärker, viel stärker als Herzlose. Sind eigentlich die Helferlein, die Untertanen von der Organisation 13. Die Organisation 13 ist nämlich auch, sind alles Niemande, sind ebenfalls alles reine Niemande. Allerdings die mächtigsten, was es gibt, ja. Zum Beispiel der Anführer der Organisation 13, Xemnas, ja, ist der Niemand von Xehanort, ja. Und Xehanort wieder war der Schüler von Anselm. So viel sage ich euch schon mal. Denn Anselm selber war ja kein Böser. Aber das erfährt man alles hier im zweiten Teil in der Story. Und ihr werdet dann in die Cutscenes alles erfahren. So, von wo kam ich jetzt? Von da? Jetzt vor lauter Reden. So, ich glaube, da bin ich gekommen, oder? Bin ich jetzt? Ja, ich dachte es mal. Von da bin ich gekommen, genau. Dann geht es hier lang. Aber jetzt lasse ich es mal. Also zum Farmen hier und auch, also ist der beste Platz hier dann wirklich. Also da kann man so punkten. Aber wir gehen hier schnell durch. Das ist rein nur zum Kämpfen cool. Und jetzt, meine Lieben, sind wir in einem Bereich, wo die Organisation 13 ist, ja. Beziehungsweise man kann die Data-Kämpfe gegen alle Organisation 13 Mitglieder noch einmal machen. Und hier sind einmal alle Bereiche blau, ja. Das heißt am Anfang, und erst wenn man sie besiegt hat, werden sie so pink oder, ja, kann man sagen, pink-lila, genau, Farben. Und das heißt, ich habe alle erledigt, alle besiegt, und da unten entstand dann eine Kiste, die ich dann auch geöffnet habe, und ich bekam dann auch noch, ja, eine Errungenschaft dafür, für das Besiegen aller 13. Ja, was ist mit Donald los? Schaut ihn an, bitte. Er ist auch wieder auf einen LSD-Trip oder sowas, ne? Unvorstellbar mit ihm. Schaut ihn an, bitte. Okay. Ja, jedenfalls, ich habe alle besiegt,
Und die kann man immer wieder machen, und das ist auch gut so, denn die lassen coole Sachen fallen, und zwar Schutzengeln, Kraftbolzen, Abilitamin, also kennen wir ja alles schon aus dem ersten Teil, also Sachen, die dauerhaft unsere Stärke, dauerhaft unsere Verteidigung, zusätzlich einen Ability Point und so weiter geben. Also ganz, ganz tolle Sachen kriegt man von die. Also es geht nicht nur einmal und dann ist Ruhe. Die kann man immer wieder bekämpfen. Ja. Just for fun. Ja. Und man bekommt auch noch was dafür. Ja. Also ganz cool. Ich habe alle durch. Seht ihr ja da. Aber das war Wahnsinn. Also das war... Aber schauen wir uns dann auch in einem gesonderten Part kurz mal an. Ich meine, ich werde es nicht alle machen, aber ich werde kurz ein paar Tipps und Tricks zeigen von meinen oder anderen. Gut, und dann gehen wir da jetzt weiter. Nach unten wieder. Das ist eh der einzige Weg dann geradeaus. Und jetzt kommen wir raus. Genau. Ich mach die mal kurz tot. So. Und wisst ihr, wo wir jetzt wieder sind? Genau. Wo ich sagte vorher. In dem Wiederaufbaubereich. Wo ich es vorher sagte, da bin ich durch, da kann man innen und außen gehen. Und da bin ich jetzt rausgegangen. Das war der ganze Bereich. Dieser Zusatzbereich der Final Mix Version des Spiels. Und da oben jetzt sind wir schon wieder. Da, wo wir reingegangen sind, wo wir begonnen haben. Und da unten sind wir rausgekommen. Und da geht's Tron. Da unten, wenn's noch wisst. Da ums Eck. Da geht's runter dann zu Tron rein. Über die Korridore. Und in die andere Richtung geht's dann wieder. Wieder zurück. Zum Dorf, zu Merlins Haus. Wir gleiten da gleich mal durch. Und wir sind dann schon wieder da, jetzt beim Außenhof. Also es ist, wie gesagt, wenn man es einmal öfter spielt, und wie gesagt, ich kenne schon im Schlaf die Wege, ne? Mittlerweile. Und wir sind schon wieder im Wohnviertel von Merlin, in Merlins Haus. Aber wir haben 47 Minuten, sehe ich gerade, also Pus Welt geht sich nicht mehr aus. Die machen wir dann das nächste Mal. Dann machen wir Pus Welt. Und die Welt, die niemals war, dann soll sich das ausgehen im nächsten Part dann, dass wir die Welten dann einmal fertig haben. Okay, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und es würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Kingdom Hearts 2.5, die Final Mix Version auf der PlayStation 5. Ciao, bis zum nächsten Mal.